Schönen Tag, Herr aus Mejroy. Ich habe nicht berechnet, wie spät es jetzt bei Ihnen ist, aber wir beginnen hier am Tag und wie immer beginnen wir den Tag in Medjugorje im Gebet mit Marienverehrung. Ich bin der apostolische Nuntius in Bosnien und Herzegowina. Ich bin jetzt hier, weil wir gestern den Trauergottesdienst für Monsignor Rosa, den apostolischen Visitator, gefeiert haben, der sich 3 Jahre lang im Namen des Heiligen Vaters um die Seelsorge in Medjugorje kümmerte. Ich freue mich, dass es auch in Ihrem Land offene Menschen gibt, die auf die Verehrung der Mutter Gottes achten. Denn Maria ist diejenige, die viele Situationen und viele Probleme unseres Lebens lösen kann. Wir in Italien haben eine sehr weit verbreitete Verehrung, aber dies kann auch in anderen Teilen der Welt weit verbreitet sein. Und diese Verehrung heißt Maria, die Knotenlöserin. Und Knoten sind all diese komplizierten Dinge unseres Lebens, sowie des Lebens der Gesellschaft als Ganzes, weil es auch darin Knoten gibt. Die Mutter Gottes ist diejenige, die uns helfen kann. Natürlich brauchen sie auch unsere Zusammenarbeit. Genauso wie der Herr. Wir können nicht sagen, er wird alles tun. Er kann alles tun, aber das sind auch wir. Er wollte uns im Laufe der Geschichte. Es ist also der Wille Gottes, dass auch wir, die wir Teil der Geschichte sind, unseren Beitrag zur Lösung von Problemen leisten. Obwohl für unsere persönlichen, als auch für die Probleme der Geschichte selbst. Ich freue mich sehr, dass ihr euch versammelt habt. Mir wurde gesagt, dass es einen Kongress gibt. Und Kongress bedeutet, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die betrachten, die beten, die singen, immer im Lichte und ermutigt durch die Verehrung der Jungfrau Maria. Wie Sie wissen, sollte die Verehrung der Jungfrau Maria keine sentimentale Sache sein. Aber es sollte eine Sache sein, die auf gut durchdachte Gedanken basiert. Auf den Gedanken, woher kommt dieser Denken? Es gibt mit dem Wort Gottes. Es ist wahr, dass die Mutter Gottes in dem Evangelium nicht viel sagt. Vielleicht hat sie etwas mehr in Kana gesagt, aber ich bin mir sicher, viele der Lehren, die Jesus Christus gab und die in den Evangelien enthalten sind, hat er auch in menschlicher Form, besonders während seines Lebens in Nazareth, aus dem Kontakt mit Maria genommen. Vergessen wir auch nicht den heiligen Josef, diese Weisheit eines Gerechten, die Weisheit eines einfachen Mannes, die Weisheit eines Arbeiters. Daher ist es klar, dass dort, wo die Mutter Gottes ist, auch Jesus ist. Und es ist die Mutter Gottes, die uns zu Jesus führt. Deshalb sollte die Verehrung der Mutter Gottes christozentrisch und christologisch sein. Alles sollte auf Jesus ausgerichtet sein, denn er ist der einzige Erlöser der Welt. Erinnert euch an Kana. Tut all dies, was er euch sagt. Dies ist ein Satz, der die gesamte Dynamik Mariens vereint, der ermutigt und zu Jesus führt. In diesem Moment wünsche ich Ihnen allen, dass eure Verehrung der Mutter Gottes euch ein würdiges Leben in der Kirche eröffnet. Das ist ein weiterer Aspekt. Jesus und die Kirche, in diesen beiden Realitäten sollte die Verehrung der Mutter Gottes begründet sein. Und unsere Verehrung der Mutter Gottes sollte diese beiden Realitäten entgegenstreben. Devozione
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel geistiger Fortschritt als Frucht Ihres Kongresses. Sie werden in meinen Gebeten anwesend sein. Sie sind auch in unseren Gebeten hier in Medjugorje anwesend. Vom Herzen gebe ich Ihnen den Segen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.